Nach einer Statistik von 2011 ist Hamburg das deutsche Bundesland mit den meisten WintersportlerInnen nach Einwohnerzahl. Dementsprechend fahren jedes Jahr bis zu 300.000 Hamburger in die Alpen. Das Verkehrsmittel der Wahl ist dabei für die meisten immer noch das Auto. Ein beliebtes Argument dafür ist die große Gepäckmenge, die nicht anders transportiert werden kann. Aber stimmt das? Hier ist mein Gepäck für eine Woche Skiurlaub. Die Skier sind in einer Tragetasche, die man einfach über die Schulter hängen kann. Die restliche Ausstattung passt problemlos in einen einzelnen Rollkoffer. So kann jede Person ihr ganzes Gepäck auf einmal transportieren. Das zweite Argument ist der Fahrpreis. Allerdings ist die Bahn nur dann sehr teuer, wenn spontan zum Normalpreis ein Ticket gekauft wird. Ein üblicherweise mehrere Monate im Voraus geplanter Urlaub ermöglicht die Buchung eines Sparangebots. Mit dem Sparpreis Europa der Deutschen Bahn ist die einfache Fahrt in der zweiten Klasse bereits unter 30 Euro pro Person zu haben. Ich habe mich dieses Mal für die Fahrt mit dem Nachtzug der österreichischen Bundesbahnen entschieden. Dieser ist zwar auch mit Sparpreis deutlich teurer, ich habe für die einfache Fahrt im Schlafwagen-Einzelabteil 150 Euro bezahlt. Er verkürzt die empfundene Fahrzeit aber drastisch, denn schlafen muss man nachts sowieso. Ich wohne in Hamburg-Hausbruch und die nächste Bahnstation ist der S-Bahn-Haltepunkt Neuwiedental. Mein Urlaubsort ist Wengen im Berner Oberland, das praktischerweise ebenfalls einen Bahnhof hat. Planmäßig dauert die Reise 13 Stunden und 30 Minuten, davon 10 Stunden und 16 Minuten im Nachtzug. Abfahrt 20.41 Uhr in Neuwiedental mit der S-Bahn-Linie 3. Der erste von vier Umstiegen ist nach ca. 10 Minuten in Hamburg-Harburg. Hier geht es auch schon an Bord des ÖBB Nightjet 401 Richtung Zürich. Kaum war ich an Bord, forderte der Schlafwagenbetreuer mich auch schon auf, meine Frühstücksbestellung auszufüllen. Das Frühstück ist im Fahrpreis enthalten. Auch glutenfreie und vegane Alternativen sind möglich. Im Abteil wartet außerdem dieses Begrüßungspaket, das wir uns gleich noch genauer ansehen werden. Meine Kabine befand sich im Unterdeck des doppelstöckigen Schlafwagens. Negativ fiel mir auf, die Standardkabine ist sehr eng. Ich hatte einige Schwierigkeiten, mein Gepäck unterzubringen und musste schließlich die Skier mit ins Bett nehmen, um die Tür schließen zu können. Die Kabine ist sogar für zwei Personen vorgesehen, wenn man noch ein Bett ausklappt. Wie das gehen soll, weiß ich wirklich nicht. Hier hoffe ich, dass die zur nächsten Saison angekündigten neuen Wagen Abhilfe bringen. Die Tür ist mehrfach abschließbar, sodass Privatsphäre und Sicherheit gewährleistet sind. Schauen wir einmal, was im Begrüßungspaket steckt. Mineralwasser, ein Vino Frizzante, wahrscheinlich damit man besser schlafen kann. Hausschuhe. Eine Schlafbrille mit hüpfenden Waggons, die man zählen kann. Gleich mal ab ins Bett damit.
mehr Mineralwasser. Früchte mit Schokolade. Ein kleines Handtuch. Nüsse zum Knabbern. Ein Stück Seife. Und nicht abgebildet Ohrenstöpsel. Unter dem Tisch verbirgt sich ein Waschbecken. Das Wasser ist allerdings nicht trinkbar. In den Deluxe-Kabinen gibt es ein Badezimmer mit WC und Dusche. Die Abteile sind ziemlich gut gegen Fahrgeräusche gedämmt. Ich war zuvor nur mit den alten Liegewagen der DB gefahren und fand sie sehr laut. Dafür rauscht zumindest in diesem Wagen die Klimaanlage ziemlich laut. Sie lässt sich nicht drosseln, nur die Temperatur ist einstellbar. Kurz vor 22 Uhr hält der Zug noch einmal in Bremen, um weitere Fahrgäste aufzunehmen. Ich beschließe, dass es an der Zeit ist, mich schlafen zu legen. Die Schlafqualität ist natürlich nicht so gut wie im heimischen Bett oder in einem Hotel. Trotzdem beginnt man den Urlaub erholter, als wenn man um 5 Uhr morgens losfährt, um zum Abendessen im Hotel zu sein. Dadurch, dass man die meiste Zeit schläft, ist die Reise gefühlt genauso kurz wie mit dem Flugzeug. Die Venus und die Morgendämmerung begrüßen mich am Oberrhein. Ich habe meinen Wecker auf 1,5 Stunden vor Ankunft gestellt, um mich in Ruhe zu waschen und anzuziehen. Eine knappe Stunde vor dem Zielbahnhof wird dann das am Abend bestellte Frühstück direkt ans Bett gebracht. Kurz vor der Einfahrt in Basel geht die Sonne auf. Ausgeruht und gut gestärkt schnappe ich mir meine Sachen für den zweiten Umstieg. Hier habe ich leider den Anschlusszug verpasst. Das ist aber kein Problem. Anders als bei einer Tagesfahrt besteht um diese Uhrzeit keine Gefahr, den letzten Zug zu verpassen. So geht es nach kurzem Aufenthalt weiter mit dem Intercity. Die Fahrt dauert knapp 2 Stunden und führt über Olten, Bern, Thun und Spiez nach Interlaken Ost. Nächster Halt Spiez. Reisende in Richtung Zweisimmen, Rutigen, Kandersteg, Goppenstein und Brieg steigen bitte um. Next Stop Spiez. Passengers traveling to Zweisimmen. In Interlaken Ost folgt der dritte Umstieg.
Ab hier geht es mit der Berner Oberlandbahn wirklich ins Gebirge. Die BOB ist eine Schmalspurbahn. Sie fährt auf Meterspur. Das ermöglicht engere Kurven im schwierigeren Gelände. Steile Streckenabschnitte überwindet der Zug mit einem Zahnradantrieb. Hier endet ein solches Steilstück und damit auch die Zahnstange. Auf flachen Abschnitten wird wieder zum gewöhnlichen Reibungsantrieb umgeschaltet. Der vierte und letzte Umstieg in Lauterbrunnen. Ab hier wird es noch einmal schmaler und steiler. Die Wengernalbbahn verkehrt als reine Zahnradbahn mit einer Spurweite von 800 mm. Sie erschließt von Lauterbrunnen und Grindelwald aus das Wintersport- und Tourismusgebiet Kleine Scheidegg, aber auch das autofreie Bergdorf Wengen, das über keine Straßenanbindung verfügt. Nach 14 Stunden, also nur 30 Minuten später als geplant, habe ich meinen Zielort erreicht. In dem kleinen Dorf bin ich innerhalb weniger Minuten zu Fuß im Hotel. Die Verspätung ist im Verhältnis zur Gesamtreisezeit vernachlässigbar. Wenn ich mit dem Auto in die Berge gefahren bin, habe ich fast jedes Mal mehrere Staus, oft auch Vollsperrungen und zeitraubende Umleitungen erlebt. Die Fahrt dauerte eigentlich immer mindestens 1 bis 2 Stunden länger als erwartet. Dass eine Autofahrt von über 1000 Kilometern Länge auch mit Fahrerwechsel sehr ermüdend und nicht ungefährlich ist, kommt dazu. Ohne Fahrerwechsel, zum Beispiel für Alleinreisende, ist sie kaum an einem Tag zu bewältigen. Zum Vergleich: Mit dem Auto wäre eine Strecke von ca. 970 Kilometern zurückzulegen gewesen, für die man unter besten Bedingungen 9,5 Stunden benötigt. Aufgrund meiner Erfahrungen mit Fernfahrten zur Ferienzeit würde ich eher von 12 Stunden ausgehen. Bei einem Verbrauch von 6 Litern Benzin auf 100 Kilometern fallen dabei, Stand März 2022, Benzinkosten von ca. 130 Euro an. Hinzu kommen Mautgebühren für die Schweiz in Höhe von 40 Euro. Die Fahrt nimmt einen ganzen Urlaubstag und viel mentale Energie in Anspruch. Was denkt ihr? Welches Verkehrsmittel bevorzugt ihr für Urlaubsreisen? Schreibt es mir in einem Kommentar.
Wenn euch mein Erfahrungsbericht gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und euer Abo. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.